Das war ursprünglich so die Initiation. Letzten September war tatsächlich von Tanznetz Freiburg aus. Da gab es eine Einladung für die BaslerInnen, nach Freiburg zu kommen. Das haben wir dann letzten September gemacht. Und aus dieser Idee ist dann eigentlich auch die Idee des Triangle Meetings entstanden, dass wir dann letzten März online stattfinden lassen haben und jetzt zum ersten Mal eigentlich live. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr einfach war, mit den Häusern zu sprechen. Es gab ganz klein großes Interesse, Puls Süd, Tanzbüro Basel, Roxy Bisfelden, Tanznetz Freiburg sind alles Akteure, die sehr wichtig sind für die freie Szene. Und da gab es aber auch von Anfang an sehr offene Ohren und auch Unterstützung, was so Facilities angeht, Proberäume. Genau. Also ich glaube, dass die Szenen wirklich zu wenig verbunden sind. Es gibt Leute, die noch nie in Basel waren, obwohl sie irgendwie in Straßburg wohnen. Ich war einmal in meinem Leben in Straßburg. Ich war vielleicht zweimal in Mühlhus und habe mir da was angeguckt. Aber eigentlich ist schon krass, wie wenig Austausch zwischen den Szenen existiert, also wirklich. Also ich glaube, dass dieses Treffen mehrere Ziele verfolgt. Eines ist, sich überhaupt mal zu treffen. Das andere ist, sich auszutauschen über und vielleicht auch Unterschiede, also einfach die Freude am Austausch. Und das dritte ist aber sicher auch zu gucken, inwiefern jetzt auch gemeinsam weitergedacht werden kann, Strukturen aufgebaut werden können, also wie sowas ausschauen könnte, dass wir in Zukunft besser oder einfach besser vernetzt sind. Ja. Ich glaube, wichtig ist auch die Nachhaltigkeit, dass wir denken, dass es ein längeres, größeres Projekt ist und dass wir als Szene sozusagen vielleicht auch Mitbestimmungsrecht haben oder wenn es die Initiative aus der Szene auch kommt, das vielleicht auch eine größere Dringlichkeit hat, als wenn ich und Sina alleine sagen, wir brauchen dieses Network. Und ich glaube, durch dieses Meeting auch, wenn 40 Tänzerinnen und Tänzer aus dieser Region zusammenkommen und sagen, wir brauchen das und wir haben in dieser Woche die und die und die Idee gehabt und wir würden das gerne umsetzen, dann gibt das eine größere Wirkungskraft. Und das ist sicher auch ein Ziel, das eine Stimme zu bekommen in dieser Region. Und wenn wir jetzt auf diese letzten 1,5 Jahre gucken, dann merken wir auch, dass wir eigentlich sehr stark von der lokalen Szene auch abhängig sind. Und wenn wir überlegen, dass zum Beispiel GrenzgängerInnen immer noch arbeiten können in verschiedenen Ländern, dann wäre zum Beispiel ein Netzwerk im Triangle sozusagen sehr pandemiegerecht und auch vielleicht nachhaltiger, wenn man darüber nachdenkt, dass man nicht mehr so viel reisen muss, zum Beispiel fliegen muss. Und auch ein bisschen weg von dem, was weit weg ist, ist gut, sondern vielleicht auch gucken, was sind für Strukturen eigentlich schon da, die man vernetzen könnte. Ich glaube aber, so eine Hürde ist auch sehr so die Strukturen oder die Administration von den verschiedenen Ländern. Ich glaube, das ist sehr unterschiedliche Systeme und das ist manchmal schwierig, das dann so einen gemeinsamen Nenner zu finden oder auch so gemeinsame Ziele zu formulieren, weil es sind andere Ausgangspunkte, wenn es um Förderung geht, aber auch Möglichkeiten von Touring und so weiter. Also ich glaube, dass es ein Schritt einer Begegnung von beiden Seiten braucht. Ich glaube, die Szene allein reicht nicht. Das ist schon ein Riesenschritt, aber ich glaube, es braucht auch die Bereitschaft der Häuser, der Strukturen, zu sagen, ja, wir öffnen uns für die Region sozusagen und sind interessiert, nicht nur speziell lokale Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen in der eigenen Stadt, aber auch aus der Region und vielleicht sogar ein bisschen aufhören, in diesen Grenzen zu denken, sondern das als eine Region zu verstehen und sich das vielleicht dann auch wieder auflöst, in dieser eigenen Stadt zu denken. Aber ich glaube, tatsächlich würde das helfen, wenn Häuser auch bewusst Menschen aus dieser Region einbinden würden. Ja. When she was 1 year old, she started to train ballet. I mean, it was very early indeed.
she had this really this inner passion, you know, like this burning desire to dance ballet. Da kommen ja auch ganz viele verschiedene Themen mit rein und da sprechen wir dann schon wieder über ein System oder kulturelle Hintergründe oder Chancen oder Möglichkeiten, was auch Tanz ja immer mit sich bringt. Und ich glaube, es ist total wichtig, darüber zu sprechen und auch zu merken, Beweggründe zu tanzen sind, können universell verstanden werden, was dann wiederum irgendwie diese Grenzfrage auch total aushebelt, weil wir ja alle im Tanz uns bewegen und da natürlich sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Darum finden wir diese Frage auch, ja, die gehört hier hin, die ist wichtig und die ist interessant, ja. Yeah, and he knew all about the vectors, about how far we can go in our lives, about how relative everything is. So he got this mentorship, but in the moment when he got it, he had a friend in Finland and they started to dance tango. Also für mich ist wichtig, dass sich das so multipliziert und dass es ganz viele Verbindungen gibt. Aber eine ist sicherlich, dass sich das zum Teil auch institutionalisiert, dass es vielleicht eine Plattform gibt, dass eben auch auf institutioneller Ebene da dieser Austausch oder die Vernetzung unterstützt wird. Aber wünschen würde ich mir auch, dass es einfach Leute gibt, die regelmäßig nach Basel kommen, sich was anschauen, die regelmäßig nach Straßburg, nach Frankreich gehen, nach Deutschland gehen und dass es irgendwie ein bisschen natürlicher ist, natürlicher als jetzt einfach nach Zürich zu gehen als Baslerin oder so, dass ich auch einfach ja, also nach Straßburg gehe oder dass ich nach Freiburg gehe und da was schaue. Ja. Dass Begegnung im Mittelpunkt steht im Grunde. Ja, auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, ja. Künstlerisch, aber vielleicht auch persönlich oder eben auch auf politischer, kulturpolitischer Ebene und institutioneller Ebene. So, das ist, glaube ich, ein Wunsch und dass es nächstes Mal in Straßburg stattfindet. Ja.